Hey, schön, dass ihr da seid. Hallo, herzlich willkommen an der Theaterakademie August Everding, der größten Ausbildungsstätte für Bühnenberufe im deutschsprachigen Raum. Ich bin Leo und studiere Schauspiel. Und ich bin Juliette und studiere Musical. Und wir nehmen euch jetzt mit auf eine Tour durch die Everding. Viel Spaß! In der Theaterakademie werden die Studierenden in den 8 Studiengängen Musical, Schauspiel, Musiktheater, Regie, Dramaturgie, Bühnenbild und Kostüm, Maskenbild und Kulturjournalismus ausgebildet. Genau, die Studierenden schließen ihr Studium je nach Studiengang mit einem Diplom, Bachelor- oder Masterabschluss ab. Und wir stehen in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater München, mit der Ludwig-Maximilian-Universität und der Akademie der Bildenden Künste München. Und jetzt weiter zum Gartenseil. Der Gartensaal gehört zum Foyerbereich des Prinzregententheaters. Er wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und 1988 nach Originalplänen wiedererrichtet. Und neben seiner Funktion als Pausenraum während Vorstellungen im Großen Haus, wo man sich dann hier einen Sekt oder ein Aperol holen kann, funktioniert er auch als ein Raum für Premierenfeiern, wenn die großen Produktionen durchgelaufen sind. Und dann werden hier die ganzen Tische und Stühle beiseite geräumt, dann kommt der Flügel weg und dann wird da hinten ein DJ-Pult hingestellt. Und dann kann man hier tanzen. Ne? Mega. Und ja. Das war eine richtig schöne Feier. Dann lass uns doch die ZuschauerInnen in den Garten nehmen, oder? Ja, gute Idee. Aber wenn wir eh schon hier sind, dann lass uns vielleicht doch nochmal hoch zu Herrn Drescher gehen. Stimmt. Dann ab zum Präsidenten. Hallo Herr Drescher. Hallo Juliette. Ich hoffe, wir stören nicht. Wir nehmen unsere ZuschauerInnen gerade mit durch die Akademie und wollten fragen, ob sie uns irgendetwas übers Haus erzählen könnten. Sehr gern. Leo, kommt rein. Wunderbar. Dankeschön. Wow. So, schon immer wieder beeindruckend, der Raum. Ja, ist ein schöner Raum. Ist 1901 eröffnet worden. Das war der Raum des Prinzregenten Luitpold, der das Haus hat erbauen lassen. Und heute ist es sicherlich der schönste Seminarraum Deutschlands. Und zwar finden hier die Seminare für den Masterstudiengang Dramaturgie statt. Ja, seit 1901 ist eine Menge Wasser die Isar runtergeflossen. Viel passiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Haus der Bayerischen Staatsoper als Ausweichspielstätte, wurde anschließend für baufällig erklärt und erst dann in den 80er Jahren auf Veranlassung, Initiative von August Everding saniert. Und 1993 gründete Everding hier im Prinzregententheater die Bayerische Theaterakademie mit einem für damalige Verhältnisse völlig neuen Ausbildungskonzept, auch noch für heutige übrigens, in dem nämlich hier Theater gelehrt und erlernt wird, in dem Theater gespielt wird. Also es ist nicht eine x-beliebige Akademie, sondern eine ganz besondere. Das ist auch das Alleinstellungsmerkmal der Akademie und dieses Alleinstellungsmerkmal garantiert die Exzellenzausbildung hier in den 8 Studiengängen. Und ich kann alle nur auffordern, die sich für Theaterberufe interessieren, noch mehr über die Akademie in Erfahrung zu bringen und sich möglicherweise dann hier zu bewerben. Würde mich freuen. Auf jeden Fall. Danke sehr. Vielen Dank. Bitteschön. So, und wir gehen jetzt weiter in den Garten. Ja, der Garten ist ja quasi so unser Aufenthaltsraum, ne? Hier trifft man auf Studierende aus anderen Studiengängen zum Beispiel, quatscht ein bisschen oder schmiedet an gemeinsamen Projekten. Voll. Normalerweise ist es auch eigentlich viel voller als jetzt. Und im Sommer hat man dann tatsächlich überall auf dem Hof so gelbe Liegestühle, wo man sich dann um den Brunnen rumlegen kann. Und ja, es ist im Grunde echt so ein schöner Community-Space. Stell ich mir richtig gut vor, Voll. Ja, es ist sehr, sehr entspannt. Wegen Projekten. Es gibt doch die Labortage eigentlich einmal im Jahr, oder? Ja, stimmt. Das ist so ein Projekt, das wurde vor 2 Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen. Und da geht es im Grunde darum, dass studiengangsübergreifend sich so kleine Arbeitsgruppen bilden, die dann zu bestimmten Themen, die vorher ausgesucht werden, so Performances, genau, aller möglichen Art erarbeiten. Also das können Gesangsinstallationen sein oder alles Mögliche. Ja, das klingt mega cool. Es ist total super, um sich kennenzulernen, wenn man gerade neu ist. Ja, eben. Voll.
Ja gut, und jetzt gehen wir in den eigentlichen Akademiebereich. Yes. Hier sind wir jetzt im vertrautesten Bereich der Akademie. Hier haben wir im Grunde, verbringen wir die meiste Zeit. Wir haben den meisten Unterricht hier. Wir können uns Räume buchen, um zu üben oder kreativ zu werden. Genau. Und was hier auch ist, sind noch zwei weitere professionell ausgestattete Theaterräume. Das ist einmal das Akademietheater im ersten Stock und Acker Studio hier gleich um die Ecke. Und in diesen Theaterräumen finden im Jahr an der Akademie etwa 40 Produktionen statt. Das Acker Studio ist unsere kleinste Bühne. Hier finden ungefähr 60 ZuschauerInnen Platz. Also ist eher für intimere, kleinere Produktionen gedacht. Und wie man jetzt gerade schon vielleicht hört, ihr habt da gerade einen Workshop drin, kann das sein? Ja, genau. Unsere Masters haben hier gerade ihren Audition-Workshop. Ich weiß, wenn jetzt auch noch die Wunde klafft. Dann? Einmal gibt es Rechenschaft. Ja, genau. Jetzt kommen wir zum Opernstudio. Das Opernstudio fungiert für uns hauptsächlich als Probebühne oder als Werksbühne. Hier werden die Produktionen vom größtenteils Studiengang Musiktheater geprobt, bevor sie auf die Prinzregentenbühne kommen. Und jetzt gerade probt die Masterstudentin Musiktheater Henrike für ihr Abschlusskonzert. Sind jetzt vor allem der Bewegungsräume der Akademie, den sich die Studiengänge untereinander teilen. Hier haben wir zum Beispiel Ballett, Jazz oder Steppunterricht. Genau, und jetzt gerade findet da drin Modern Dance statt. Die Akademie bietet drei große internationale Netzwerke und diese ermöglichen Kooperationen, Workshops und die Zusammenarbeit mit Studierenden von anderen Schulen und KünstlerInnen aus dem Ausland. Okay, ich übernehme mal besser. Ja. Also Erasmus bietet für euch die Möglichkeit, im Ausland zu studieren. Und wir haben hier sogar ein eigenes Büro, das euch dabei hilft, eure Pläne in die Tat umzusetzen. Du warst doch auch mal in Paris, Leo, oder? Ja, tatsächlich. Das war vor 2 Jahren. Das war eine Kooperation mit dem Conservatoire de l'Art Dramatique. Ja, okay. Genau, ja, und da haben wir innerhalb von 5 Tagen mit 40 Leuten ein Projekt auf die Beine gestellt. Das war ziemlich cool. Cool. Ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter ins Akademietheater. Yes. Das Akademietheater ist ein dreischiffiger Raum, bestehend aus Acker West, Acker Ost auf der anderen Seite und Acker Mitte, hier direkt neben uns. Und es finden etwa 250 Leute darin Platz. Hier finden Produktionen von fast allen Studiengängen statt. Von kleinen Regieprojekten zu kleineren Musicalproduktionen oder Ausstellungen von Maskenbild. Du müsstest hier eigentlich gerade proben, oder? Ja. Wir können ja mal kurz reinschauen, was gerade abgeht. Wer hat Anblick, Mann? Ich mach einen Anblick! Es muss jemanden geben, der einen Anblick davon macht, wie jemand aussehen kann, damit sie in ihrer Kleidung den entsprechenden, ansprechenden Anblick bieten können. Verstehen Sie das? Und jetzt auf zum Maskenraum. Wir sind jetzt im neu gestalteten Maskenraum. Hier sind an einem Ort verschiedenste Arbeitsmöglichkeiten vereint. Gerade werden maskenbildnerische Spezialeffekte unterrichtet. Affenköpfe, die man sieht, sind aus Silikon gegossen, bemalt und das Fell wird später noch gestochen, so nennt man die Technik. Die sehen unglaublich echt aus. Träger der Theaterakademie ist übrigens der Freistaat Bayern. Das heißt, wir sind eine staatliche Ausbildungsstätte und müssen dementsprechend keine Studiengebühren zahlen. Ja, und glücklicherweise hat die Akademie eine Menge an Freundinnen und Förderern, wie zum Beispiel die August-Everding-Stiftung. Ganz genau. Hi, Caro. Hi. Kannst du uns kurz erzählen, was du hier machst und wie du zu dieser Förderung bzw. der August-Everding-Stiftung stehst? Ja klar. Ich bin Caro, ich studiere hier Regie und ich bin Stipendiatin der August-Everding-Stiftung. Cool. Und was genau heißt das? Also wie hast du von diesem Stipendium erfahren und was bringt dir das? Ja, das war cool, weil direkt als ich angenommen wurde, haben wir eine E-Mail bekommen mit Informationen zu verschiedenen Förderungs- und Stipendienprogrammen, weil der Akademie schon bewusst ist, dass München kein günstiger Standort zum Studieren ist.
Und darunter war unter anderem auch die August-Everding-Stiftung. Und dann habe ich mich beworben. Das ist ziemlich unkompliziertes Verfahren. Man muss einfach nur nachweisen, wofür man das Geld braucht, zum Beispiel zur Miete zahlen. Und jetzt kriege ich jedes Semester eine finanzielle Unterstützung. Cool. Ja. Ja, gut. Dann danke für die Info. Bitte. Gerne. Nun kommen wir zu unserem neuesten Proberaum mit einer sehr, sehr guten Akustik, also ideal für Musical- oder Musiktheaterproben. Genau. Jetzt gerade findet da drin aber Schauspielgrundlagenunterricht statt und ich würde sagen, wir lassen uns von dem Schild nicht beirren und gehen da einfach rein. Widerlegen! Geht gar nicht, wir sind zusammen, das heißt, vergiss es. Ihr seid nicht zusammen. Ach, wir sind. So sind wir glücklich. Also, Mofu durch, bleibt trotzdem mein Partner. Nee, Peter. Ah, hi. Hallo, Juliette. Hallo, Leo. Alles gut? Alles gut, wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu dir runter gleich. Ja, Treppenhaus ist da hinten, wisst ihr, gell? Können wir nicht mit dem Ding hier fahren? Ah, okay, ausnahmsweise könnt ihr den Hubsteiger nehmen. Super. Nice. Tja, und ihr müsst dann springen, ne? Sorry. Hey, Peter. So, und? Seid ihr gut gelandet? Ja. Super. Du bist ja technischer Direktor hier. Ganz genau. Kannst du uns dann auch erklären, wo wir gerade sind? Gerne. Wir sind hier auf der Hinterbühne zwischen der Akademie und dem Prinzregententheater, also zwischen unserem Akademietrakt mit den Unterrichts- und kleineren Proben und Aufführungsräumen und der großen Hauptbühne. Hier auf der Hinterbühne lagern wir Standardmaterial, Podeste, Treppen, Bühnenbildelemente, Scheinwerfer und die nutzen wir sowohl in der Akademie als auch im Hauptbühnenbereich. Und würde ich sagen, schauen wir uns den vielleicht gemeinsam mal an. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Ernstl, bitte das Hinterbühnentor öffnen. Und wunderbar. So. Ja. Wow. Nett. Ja, das sind ordentliche Dimensionen. Wir haben hier ungefähr 600 Quadratmeter Bühnenfläche. Bei einer Höhe von 25 Metern bis zum Schnürboden. Denke ich, Leo, dein Studentenzimmer ist 15 Quadratmeter. 15 Quadratmeter. Das heißt, es würde tatsächlich in diesen Luftraum 400 Mal reinpassen. Okay. Die Bühnentechnik, die wir hier haben, die ist zum Teil noch tatsächlich aus dem Baujahr des Theaters von 1901. Wurde natürlich im Laufe der Jahre durch motorisierte Antriebe immer wieder auch modernisiert, wie die Videotechnik, Beleuchtungstechnik, Tontechnik. Das ist alles nicht mehr so wie vor über 100 Jahren. Wir spielen hier ja unsere großen Projekte mit den Studiengängen Musical, Musiktheater, unterstützt häufig vom Münchner Rundfunkorchester. Und also schaut euch gerne bitte noch ein bisschen um. Ich muss mich jetzt leider verabschieden, weil ich noch ein bisschen was zu tun habe. Alles klar. Krass. Das mit den 600 Quadratmetern wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Aber wusstet ihr, dass im Zuschauerraum des Prinzregententheaters über 1000 Leute Platz finden? Und von jedem dieser über 1000 Plätze sieht man perfekt auf die Bühne. Das Haus wurde übrigens auch nach dem Vorbild des Wagner Festspielhauses in Bayreuth erbaut. Ah, okay. Das ist, erklärt die Akustik. Die ist nämlich perfekt für Musiktheater und Musical geeignet. Sorry, ich bin gerade mega verwirrt. Das letzte Mal, dass ich hier stand, war hier so ein riesen Baugerüst aufgebaut von der Drei-Groschen-Oper, die wir gemacht haben. Ja, ich war hier bei der Lichtstadt-Distillerie. Ah, und du bist sowieso auch bald hier auf der Bühne, oder? Ja, ich hoffe doch. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn ich mit meinem Jahrgang hier stehe in ein, zwei Jahren. Leute, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank, dass ihr uns auf unserer Tour durch die Everding begleitet habt. Und jetzt Vorhang auf und Bühne frei für euch.